Uni Auditorium. Das Wissen dieser Welt aus den Hörsälen der Universitäten. Professor Klaus Volk. Jura. Wirtschaftsstrafrecht. Verbrechen lohnt sich nicht und Strafe muss sein, so haben wir das gelernt. Da kann man aber als Strafrechtler schon ins Grübeln kommen. Viele Strafrechtler wären glücklich, wenn es ihnen gelänge, das ganze Strafrecht abzuschaffen und durch irgendetwas Besseres zu ersetzen. Wobei natürlich jeder von uns zugibt, dass es ihm recht wäre, wenn diese sensationelle Erfindung erst nach seiner Pensionierung geschehen würde, denn man will ja nur das Strafrecht abschaffen, aber nicht sich selbst. Aber noch ist es niemandem gelungen, etwas Besseres zu erfinden. Keine Gesellschaft ist ohne Strafe ausgekommen. Immerhin, dieses Unbehagen an der Sache, mit der man sich beschäftigt, das unterscheidet Strafrechtler von Ärzten, Pfarrern und anderen, die immer gebraucht werden und immer Gutes tun. Ins Grübeln kommt man aber vor allem über den Spruch, Verbrechen lohnt sich nicht. Kann man ruhig mit einem Fragezeichen versehen, mit einem skeptischen. Wenn man liest, welche gigantischen Schäden durch Wirtschaftskriminalität, über die wir ja heute sprechen wollen, angerichtet werden sollen und wie wenige Fälle aufgeklärt werden, vor Gericht kommen und schließlich dann vielleicht damit enden, dass nichts mehr zu holen ist, dann fragt man sich schon, wo das viele Geld bleibt und ob es nicht bei den Falschen hängen geblieben ist. Also muss man die Wirtschaftskriminalität noch energischer bekämpfen. Und das ist ja auch schon seit etwa 30 Jahren das Anliegen des Gesetzgebers und der Justiz. Nun möchte ich Ihnen also erklären, wie das funktioniert, ohne dass wir zuvor über die Grundregeln des Strafrechts überhaupt gesprochen hätten. Nicht ganz einfach, aber es wird schon gehen. Wenn Sie zum Orthopäden gehen, weil Ihnen das Knie wehtut, muss der Ihnen auch nicht erst den ganzen menschlichen Körper erklären.